Todstern. Mein Name ist Michael Friedmann. Also ich bin der Reeder der Besitzer. Sie sind der Reeder dieses wunderbaren Schiffes. Und Sie fahren immer die Fans. Na, ist das Tradition? Das ist Tradition geworden. Aus einer Schnapsidee entstanden und mal Tradition geworden. Mittlerweile seit 5, 6 Jahren. Das ist doch cool. Ja. Jetzt erzählen Sie mir, Sie sind also auch so ein wirklicher, ich sehe es gerade, Fan. Ja. Was ist das für Sie, dieser Fußballverein? Religion. Dreht sich alles in Ihrem Leben um diesen Verein, um Fußball? Er ist ein fester Bestandteil meines Lebens, wenn, um nicht sogar zu sagen, einer der Hauptbestandteile meines Lebens. Es ordnet sich vieles im Fußball unter. Guten Tag! Mein Name ist Michael Friedmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Annette Ehrlich. Ich freue mich. Olaf Rongstorff. Wann fing die Sucht mit Fußball bei Ihnen an, Annette? Die richtige Sucht begann 2003. Vorher war ich auch schon interessiert. Meine ersten Spiele, ich darf es gar nicht laut sagen, waren bei Hertha. So, dann habe ich ewig nichts mehr mit Fußball zu tun gehabt, habe ein Klassentreffen, habe einen Schulfreund nach Jahren wieder getroffen und der erzählt den ganzen Abend nur von Union. Habe ich gesagt, gut, da musst du da mal hin, musst dir das angucken. Und da war ich am 16. September 2003 im Stadion. Sie weiß noch natürlich. Das Datum. Bei jeder Beziehung merkt man sich das. Mein Hochzeitsdatum. Okay, also Sie und Union haben geheiratet am 16. September 2003. Okay. Ja, genau. Das war mein erstes Mal. Es war eine Niederlage gegen Lübeck. Und dann dachte ich, okay, die singen, die klatschen, die sind alle noch bei der Mannschaft. Die feuern die immer noch an. Da ist kein Schmähruf, kein Buhruf, da war nichts so. Ich hatte sofort gleich in der nächsten Saison eine Dauerkarte. Wie ist das bei Ihnen? Wie sind Sie auf die Droge Fußball gekommen? Bei mir ist das eigentlich von klein auf an. Ich habe mein erstes Spiel 1976 gesehen. Darf ich fragen, wie alt Sie damals waren? 8 Jahre. Okay. So, mein Vater hat mich also in den Trabi reingezerrt. Komm Junge, wir fahren zum Fußball. Und dann ging es halt los. Und früher war das Stadion alles noch alt, klein, nur Stehplatz. Ist nicht mehr wiederzuerkennen mit dem, was wir heute da zu stehen haben, Köpenick. Ne? Wann war der Moment als Fan, wo Sie wussten, ich komme da nicht mehr los von? Eigentlich auch schon recht viel, auch mit 13, 14. Weil man mit seinen Kumpels hingefahren ist, man hatte Stadtderbys und. Ne? Und es hatte also eine ganz besondere Atmosphäre. Die Anreise, die Abreise, das Spiel selber. Wir haben ja früher gegen unseren übelsten Konkurrenten in der Weltjugend spielen müssen. Und Wer war das denn? Das spricht man nicht aus. Tor, aber schon kein Tor. Erklären Sie mir mal, was passiert im guten Sinne des Menschen auf diesem Platz, neben dem, dass Sie sagen, hey, ich bin Fan, ich mag meinen Verein mit einem selbst? In den Momenten, wo man sich vergisst gewissermaßen, ist man nur noch bei diesem Spiel. Dann kann man links und rechts alles abschalten und dann gibt es nichts, wirklich gar nichts auf der Welt, was in dem Moment wichtiger ist. Außer die Tatsache, steht es 1:0 oder 1:1? Haben wir noch eine Chance auf das 2:1? Wie wird das Spiel ausgehen? Wie viele Minuten sind es noch? Das zählt. Ist da ein bisschen so Craziness dabei? Auf jeden Fall. Und vor allem dann, wenn man im Stadion selbst dabei ist. Also vor der Mattscheibe ist das eine, aber live dabei zu sein und dann zu brüllen, dann so zu tun, als wäre man gewissermaßen auf dem Platz dabei, das hat schon was von Craziness. Also ich sage immer, 22 Männer rennen hinter einem Ball her und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht, da zuzugucken oder in der Kälte stehen, also da so lange zu sitzen, rumzusitzen, das ist mir einfach zu langweilig. Leute, was macht euch am Fußball an? Was ist das? Es ist einfach dieses Feeling, wenn die ganze Mannschaft sich bewegt und wenn man guten Fußball sieht, das macht einfach Spaß, dabei zu sein. Ja, es ist immer Spannung dabei, also beim Spielen. Man weiß ja nie, wie es ausgeht. Man auch mal der Schwächere gewinnt manchmal. Und wollen wissen, ob Sie verstehen können, dass es diese Faszination Fußball für Männer gibt? Also ich persönlich kann es nicht verstehen, aber ich weiß, dass mein Mann und meine Freunde und so alle total begeistert sind. Und warum können Sie es nicht verstehen? Ja, ich würde dafür jetzt nicht so viel Geld ausgeben, muss ich ehrlich mal sagen. Weil ich denke, es ist auch kein Sport mehr.
Es ist also auch eigentlich ein Geschäft geworden. Ich weiß nicht, wenn alle so hinter dem Ball hinterher rennen, ich weiß auch nicht. Ist ein bisschen doof? Ja, finde ich doof. Die Männer sind nicht doof. Nein, ne? Männer brauchen das auch. Und die Frau muss dann einmal mitgehen und sagen, Schatz, nehmen nicht jede Woche. Also wir gehen jetzt mal woanders hin. Ja, eine volle Ekstase, Jubel, man schreit, man brüllt. Man flucht auch mal, schimpft auch mal, wenn es nicht so läuft. Also es ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Erkennen Sie Ihren Lebenspartner, wenn er sich im Stadion so austobt, wieder? Wir stehen ja normalerweise nicht zusammen. Ist er zu Hause auch so? Nein. Nein, warum nicht? Also ich wäre erschreckt, wenn er dann ständig vorm Spiegel steht und laut singt. Naja, aber es ist ja nicht nur das Singen. Warum sind Sie zu Hause nicht wie im Stadion? Warum sind Sie im Alltag nicht so wie im Stadion? Ist das so der Raum oder der Ort, wo Sie einfach sagen können, hier bin ich so, wie ich bin und ich bin es so? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Unsere ganze Wohnung ist rot-weiß. Vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer. Wir schlafen nur in Union-Bettwäsche. Im Wohnzimmer hängen Original-Spielertrikots. Egal, ob man ins Bad kommt, in die Küche kommt oder im Flur ist bei uns. Sie haben noch nie darüber nachgedacht, zum Psychiater zu gehen? Das ist meine Urschreitherapie. Andere Leute stellen sich unter die S-Bahn und brüllen und ich kann wunderbar den Schiedsrichter beschimpfen. Okay. Sind die Spieler wichtig? Absolut. Wie ist es, wenn Sie die Spieler... Wir haben Spieler, die sind da und die gehen, aber wir haben auch Spieler, die wirklich mit 100% Herzblut dabei sind. Matuschka, Quiring, Gölert, wie sie alle heißen. Hier stehen wir und hier sind alles Ihre Fans. Spielen Sie anders, weil es diese Fans gibt? Oder sagen Sie, komm, erstens bin ich Profi, zweitens bin ich Profi, drittens bin ich Profi und ich muss genauso gut spielen, mit oder ohne? Ich spiele nicht anders, ich spiele für die Fans. Ich denke, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, als wenn sich 20.000 Menschen für dich faszinieren und dich zu, oder dir zujubeln. Würden die Fußballer, auch die von ihrem Verein, genauso gut oder schlecht spielen, wenn die Fans nicht da sind? Klares Nein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe ja auch schon einige Vereine hinter mir und ich weiß, wie es manchmal ist und welche Auswirkungen das haben kann, wenn nach 10 Minuten Unruhe im Stadion entsteht. Ich habe auch schon gerade bei Borussia Dortmund auch Weltklasse-Fußballer erlebt, die mit Pfiffen nicht umgehen konnten, die über 10 Meter keinen Mitspieler mehr anspielen konnten. Also es hat schon eine enorme Auswirkung und wenn man weiß, dass sie 100%ige Rückendeckung da ist, dann hat man einfach ein befreiteres Gefühl, man kann das auftrumpfen. Auf der anderen Seite, ich meine, ich bin heute den ganzen Tag mit Fans unterwegs. Ja. Haben Sie sich benommen? Das wollte ich jetzt gar nicht bewerten, aber manchmal hat man das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Also da sagt der eine, Fußball, das ist mein Leben, dieser Club ist meine Familie, ich würde alles dafür tun. Das hat natürlich auch manchmal so etwas ein bisschen Sektenhaftes. Ja, ich glaube, dass die gerade auch junge Menschen sich ja mit irgendwas identifizieren wollen. Ja? Und so ein Fußballclub bietet natürlich einen fantastischen Hintergrund dafür, was gemeinsam zu machen, gemeinsam eine Mannschaft zu unterstützen, gemeinsam einen Verein zu unterstützen. Und ich denke, man sollte dann auch bei allem, bei aller Ernsthaftigkeit, die dieser Job mit sich bringt, die Kirche im Dorf lassen. Es ist letztendlich ein Spiel, es ist ein Fußballspiel und das wird es auch in Zukunft bleiben. Aber wissen das die Fans auch, es ist nur ein Fußballspiel, ja, es ist nur dein Verein? Also es gibt ja auch andere Fankulturen, ja, wo da ist ja auch genügend drüber geschrieben und gesprochen worden, wo es dann sehr ungemütlich wird mit großer Polizeipräsenz. Das alles wollen wir natürlich nicht und ich denke, dass gerade so ein Spiel wie heute Abend Union Berlin gegen St. Pauli federführend dafür sein kann, wie es auch anders funktionieren kann. Dass die Fans sich ein Stück weit mögen, fair und neutral sind, ihre Mannschaft anfeuern. Also mit der Gewalt muss ich sagen, ich fühle mich im Stadion absolut sicher. Das Problem sehe ich nicht so, wie es in Medien teilweise kommuniziert wird. Finde ich nicht gut. Gehört zu Sport nicht mit dazu. Das ist für mich dann kein Sport, wenn das in Gewalt ausgeht. Haben Sie Angst, wenn Sie ins Stadion gehen in Hamburg? Gar nicht was. Obwohl Sie sehen, dass da geprügelt wird? Ein bisschen. Also wir haben, ich muss sagen, das haben die mittlerweile sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und da wird vorzeitig agiert, dass da halt nichts passieren kann. Und da treffen dann halt gewisse Gruppen einfach nicht aufeinander. Also
Ich glaube, man tut dem Fußball sehr, sehr unrecht, wenn man Gewalt für ein Fußballphänomen hält. Denn wenn die Gewalt nicht an jedem Wochenende ein Datum und ein Ort bekäme beim Fußball, dann würde sie ganz woanders explodieren. Tut sie übrigens auch. Es gibt andere Anlässe. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das hat etwas zu tun mit dem Abbau staatlicher Autorität. Das hat etwas zu tun mit Perspektivlosigkeit junger Generation, auch mit verwöhnter junger Generation, die meinen, am Wochenende geht's mal so richtig zur Sache. An jedem Wochenende zwischen 5.000 und 8.000 Leute, die wir da hinschicken. Die Jahresarbeitsleistung von mehr als 10 Hundertschaften Polizei. Man muss sich mal vorstellen. In Geld? Was kostet mich das als Steuerzahler? Weit über 100 Millionen Euro, nur an Personalkosten. Also es gibt ja Zahlen von der Informationsstelle für Sporteinsätze. Nach diesen Zahlen sieht es so aus, als wäre die Gewalt angestiegen. Wobei, wenn man Zahlen sind nicht, sieht es so aus. Zahlen sind entweder gestiegen oder nicht gestiegen. Sind sie gestiegen? Sind nicht gestiegen. Weil man die Zahlen dann in Relation zu den steigenden Zuschauerzahlen sehen muss. Und dann sind sie leicht zurückgegangen, selbst diese Zahlen. Und die Qualität der Gewalt? Die hat sich verändert, und zwar durchaus rasant, bis hin, dass wir jetzt Gewalttaten im Fußball haben, die wir so noch gar nicht kannten. Beispielsweise dieses ganze Thema Cybermobbing, was jetzt im Fußball so eine Mischform angenommen hat, wo Spieler über Facebook, Twitter und Co. bedroht werden, verleumdet werden, angemacht werden. Also warum kann man nicht einfach sagen, komm, also wer braucht Pyrotechnik? Man kann sich auch anders freuen. Warum müssen die jetzt schreien, wenn ein Tor fällt? Das ist doch genau das Gleiche. Das ist, na gut, das ich meine, wir ist können ein Ausdruck jetzt von Freude und ein Ausdruck von Enthusiasmus. Ein bisschen Verrücktheit gehört doch auch dazu. Das ist Fußball. Wenn Fußball ohne Emotionen stattfindet, jetzt kann man natürlich sagen, Pyrotechnik ist keine Emotion. Wollte ich gerade sagen. Für den einen aber schon. Der eine muss sich so äußern, der andere so, der bricht aus. Und dann läuft hier einer nackt über den Platz. Ist auch nicht notwendig, ist aber auch mal schön. Sollte man Alkoholausschank in den Stadien verbieten? Nee. Bringt absolut nichts. Ich wollte nur einfach fragen, wir wollen keine englischen Verhältnisse hier haben. Also man sieht ja, wie in England zum Beispiel der Fußball kaputt gemacht wird. Die Stadien sind lange nicht mehr so voll, es ist kaum noch Stimmung. Und warum ist es so? Weil seit vielen Jahren dort alles nur noch auf Sitzplätzen stattfindet, weil kein Bier mehr im Stadion gibt. Du darfst nicht mehr rauchen im Stadion. Dir wird ja wirklich jegliche Freiheit, Freiheit beschnitten. Beim Torjubel sollst du womöglich noch sitzen bleiben. Und so eine Verhältnisse hier, dann würde ich zum Federball gehen. Also sowas brauche ich nicht. Ja. Ich möchte hier mein Wochenende genießen. Ich möchte frei sein. Ich möchte laut brüllen können, Bier trinken. Mein Verein wirklich unterstützen, das ist Fußball, das ist gelebte Atmosphäre und alles andere ist irgendwo künstlich, steril, macht den Sport kaputt, brauchen wir nicht. Muss man ganz einfach sagen, in den 6 Jahren oder 5,5 Jahren, wo ich hier bin, wir kennen uns ja jetzt fast persönlich, jeder. Und wir haben durch die verschiedenen Phasen des Vereins, durch die Bauphase, die ganzen Stehtribünen, die Fans auch mitgebaut haben, mitgestaltet haben, hat man so viele persönliche Beziehungen aufgebaut. Das ist schon was Besonderes. Und das wissen wir zu schätzen. Und ich glaube, dass wir den Fans was bieten wollen. Und die Fans bieten uns was. Ich muss sagen, der Verein ist wirklich was Besonderes. Wir haben ja, wie gesagt, das Stadion saniert. Da war ich dabei gewesen. Was haben Sie da gemacht? Also eigentlich wollte ich nur einfache Tätigkeiten machen. Letztendlich haben wir dann die Lautsprecher montiert am neuen Dach. Sie auch? Ja, mit der Hebebühne. Also richtig Arbeitszeit, also waren, ja, alles reingegeben. Als Vereinsmitglied ehrenamtliche Tätigkeit. Nehmen wir mal an, ja, morgen wachen Sie auf und es gibt nicht mehr Union. Ja. Was passiert für Sie? Unbeschreiblich. Wüsste ich nicht. Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Nee. Ein Leben ohne Union? Wäre eine Lücke. Nicht weit. Doch, da wäre ich Union ist noch da. Union ist noch da. Nicht weit. Ist das so tief? Ja. Wie wichtig ist Ihnen Fußball und St. Pauli? Wie wichtig? Ja. Wie wichtig? Fragen Sie mal meine Freundin. Wo bist du, Freundin? Die ist nicht hier. Ja. Also wenn man zum Beispiel die goldene Hochzeit sausen lässt oder wenn man jetzt irgendwie einen Flug aus Rom nimmt, weil man einen anderen verpasst hat, so um das Spiel zu sehen. Dann, was sie für ihre Freundin auch getan hätte, oder? Sofort. Aber klar auch. So, dann ist das halt, ist schon sehr wichtig. Ja. Was bedeutet für Sie jetzt,
wenn wir auf das Spiel hinfahren und wenn dieses Spiel jetzt kommt, sind Sie aufgeregt schon? Das ist so ein Kribbeln, was so im Laufe des Tages zunimmt. Heute ist ein Arbeitstag, das heißt also Das fühle ich, wenn ich mit meiner Frau verabrede. Ja, das ist doch ähnlich. Ah, okay. Ja? Man hat ja auch eine Verabredung. So. Man hat eine Verabredung in dem Falle mit der Mannschaft, mit den Fans. Das stimmt, nach 10 Jahren kribbelt es aber immer noch. Also ganz fantastisch ist schon der Moment, wenn die Hymne gesungen wird. Wir werden es nachher sehen. Das ist großartig, wenn wirklich alle mitmachen. Das ist wunderbar. Da gibt es so ein paar Rufe, ein paar Liedzeilen, die sehr laut von allen gerufen werden. Und das ist der Refrain. Das ist eine Gänsehaut. Eis, Achtung. Komm. So, wunderbar. So, wir sind wieder auf Land. Wir gehen jetzt Richtung Spiel. Also es ist kurz vor 6:30 Uhr. In 30 Minuten wird gepfiffen. Ist man jetzt schon so ein bisschen aufgeregt? Ja, natürlich, ich war schon auf dem Boot. Schon. Ja, ja. Wenn die Hymne losgeht, dann sind im Prinzip alle irgendwo mehr oder weniger ja, überspannt. Die Schals gehen hoch. Ja. Und dann geht es los. Ja. Also, mein Lieber. Schön, dass du hier bist. Ja, für wen du bist? Genießt du das Spiel? Für wen bist du denn? Ich bin Unioner. Ist das jetzt Glück, hier zu sein? Ja, es ist schön, es ist das Wohnzimmer. Ist Glück, ne? Ja, das Wohnzimmer. Das ist Wohnzimmer. Eis an Union! Eis an Union! 60. Spielminute! Tor für den ersten FC Union Berlin! So, wenn jetzt in der 20. Minute 1-0 ist, entspannen Sie sich? Nein. Oder immer noch aufgeregt? Ab wie viel entspannen Sie sich? 90. plus Nachspielzeit. Okay. Ja, jetzt ist es gefährlich. Wie fühlen Sie sich als Berliner? Großartig, es ist ein wunderschönes Spiel. Der Spielstand stimmt, die Stimmung ist super. Welche Rolle hat Fußball insgesamt für die Wirtschaft, für das soziale Gefüge, einfach für so eine Gemeinschaft Stadt? Eine wichtige Rolle. Wir sehen das hier in diesem Stadion leibhaftig. Wir sehen es im Übrigen auch im Olympiastadion, wenn Hertha spielt. Es gab eine Studie, die vor kurzem vorgestellt wurde, die die Beziehung Sport auf der einen Seite als Wirtschaftsfaktor auf der anderen Seite noch mal dargestellt hat. Da wird 1 Milliarde umgesetzt in allen Zweigen, die es dort gibt. Ich finde, das ist eine ordentliche Stange Geld, noch zumal für eine Stadt wie Berlin. Und deshalb ist uns der Sport hier lieb und teuer. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt steht es 2-2. Wie fühlen Sie sich? Ich habe noch zu Mühe, es kann doch alles gut werden.
Nicht aufgeregt, nicht nervös, so richtig aufgeregt, cool. Natürlich, wirklich klar. So cool. Ich halte das nicht mehr aus bei 2-2. Aber wir haben noch 10 Minuten Zeit, alles wird gut. Okay. Ich bin optimistisch. Okay. Wir sind aufgewacht und es geht jetzt weiter. Das ist Glück. Ja, da freut man sich. Seid ihr glücklich? Ist das Glück? Das ist kein Glück, das ist handwerkliches Können und Liebe. Ein Leben und dir wird alles gegeben. Rettet das so ein Wochenende? Ja. Es rettet alles. Ja, das rettet ein Wochenende. Ja? Ja, man hat heute gesehen, was hier für eine Stimmung war. Und das ist ja, fast immer so, auch auswärts. Und unsere Fans, habe ich schon immer gesagt, sind halt positiv bekloppt. Die machen alles für den Verein. Sind Sie auch positiv bekloppt? Ja, ich denke schon. Positiv, ja, kann man so sagen. Also ich bin sehr positiv und auch manchmal bekloppt. Also das ist schon okay so. Und wie gesagt, die Fans sind einfach einmalig hier bei uns. Und ja, ob auswärts oder zu Hause, unterstützen uns überragend. Wir sind froh, dass wir die Fans haben. Das ist ein Faustpfand, das wir nie verlieren dürfen. Und schon alleine dafür, dass die Jungs jetzt hier, die 20.000 oder über 20.000 heute nach Hause gehen, ein geiles Wochenende haben, weil wir halt gewonnen haben. Was Schöneres gibt's nicht. Und ja, das wissen wir alle und dafür geben wir Gas. 4-2 für Ihren Verein. Toll, wunderbar. Lässt sich für das Wochenende mitnehmen zum Feiern. So, genau. Feiern ist ein gutes Stichwort. Die wollen mich nämlich eigentlich loswerden. Und deswegen müssen wir uns gleich voneinander... Ja, da lacht sie, ja. Denn ihr wollt jetzt noch feiern. Ja. Wie lange feiert man so? Im Durchschnitt 4-2. Wann kommt man nach Hause? 2 bis 3 Tage. Genau, aber... ja gut, aber in 30 Jahren, da sind Sie gerade 50, Sie sind 60. Danke. Immer noch... Ja, natürlich. Immer natürlich. Noch. Ja, also irgendwann vielleicht wirklich zwangsläufig Tribüne, weil momentan habe ich eigentlich einen Stehplatz und habe da heute auch sehnsuchtsvoll immer hingeguckt. Irgendwann werde ich auf die Tribüne müssen, da muss ich halt sitzen, da bin ich so aber alt. Es aber es wird immer noch Union natürlich sein. Aber gar also keine Frage. Immer Union. Keine sicher. Diskussion. Wir sind damit groß geworden, wir werden damit auch alt werden und damit sterben. Ja. Mit Union sterben? Na, selbstverständlich. Das wäre toll, vielleicht. Gut. Also dann wünsche ich Ihnen erstmal lange, lange Jahre mit Union leben. Herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Alles Gute für Sie. Gerne. Und ich hätte auch gern solche Fans. Ich habe nur keine mehr. Ciao. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Einen ganzen Tag mit Fußballfans, das ist schon irre. Erstens macht es einen irre, wenn man kein Fan ist. Zweitens sind Fans so ein ganz klein bisschen irre. Aber dann ist es auch ganz irre schön zu erleben, wie Menschen mit Leidenschaft sich identifizieren mit ihrem Verein. Also, ehrlich gesagt, so ein bisschen irre sein, das ist gar nicht so übel.